Galaktische Botschaften für erwachende Sternensaat ist der Titel meines neuesten Wortkindes. Und ich möchte hier ein bisschen über die Entstehungsgeschichte erzählen, denn die ist besonders. Ich werde immer wieder gefragt, wie kommt es dazu, dass Mann, dass Frau über 100 Bücher schreibt. Nun, erstens schreibe nicht ich sie, sondern sie schreiben sich durch mich. Und zweitens bin ich nicht allein, ich bin Teil einer Gruppenseele und meine Seelengeschwister arbeiten in allem, was ich gestalte, was sich durch mich manifestiert, mit. Natürlich leihe ich meine Hände, leihe ich meine Augen, leihe ich mein Gehirn und meinen Sprachschatz, aber dennoch bin ich nicht allein. Und bei diesem Buch ist etwas ganz Interessantes passiert. Meine Verlegerin und liebe Freundin mittlerweile, Angelina, hat mich gefragt, ob jetzt ein neues Buch im Werden ist, denn sie gibt ein neues Verlagsprogramm heraus und wenn da etwas kommt, möchte sie das mit aufnehmen. Und zu dieser Zeit war nichts akut, zumindest. Ich weiß, dass in meinem Hinterkopf und ja, im Fundus meiner Gruppenseele noch einiges darauf wartet, in Worte gefasst zu werden. Aber in dem Augenblick, wo sie mich das fragt, schießt mir sofort ein, doch sind zwei neue Bücher im Entstehen und ich bekam sofort auch den Titel durch. Und war dann gespannt, was kommt, denn ich wusste nicht recht, wie sich das entwickeln würde. Und tatsächlich kam zuerst die Idee und das Bild der galaktischen Liebesspirale durch. Ich werde dazu ein eigenes Video drehen, weil ich die so wichtig finde. Und um diese galaktische Liebesspirale hat sich dieses Buch eben gerankt und im Endeffekt ist es eine Aufstiegshilfe in die fünfte Dimension. Für mich ist die fünfte Dimension ja nicht irgendein spirituelles Konzept, irgendein ungeahnter Ort, sondern es ist einfach der nächste Schwingungszustand, in den wir uns erheben können, indem wir unsere Schwingung erhöhen. Und dies nicht einmal in einem großen Aufstiegsprozess, sondern wirklich im Alltag. Und das ist in meiner Arbeit, in dem, was sich durch mich manifestiert, immer wichtig, denn es geht immer darum, die Dinge alltagstauglich zu gestalten, weil wir sonst sofort wieder abkommen davon. Die besten Tipps nützen ja nichts, wenn wir sie nicht in unser Leben integrieren können. Also da geht es wirklich darum, Alltagstauglichkeit anzubieten. Und ich möchte es jetzt gleich einmal zeigen, mein neuestes Wortkind. Ich habe jetzt eben meine eigenen Exemplare bekommen, so sieht das aus. Und du siehst, hier sind so kleine Lesezeichen drin, um dir zu zeigen, schon mal die Liebesspirale, so hat es begonnen. Das war also die Idee einer sich hochwindenden Spirale, die sich aber dann weiterentwickelt hat zur Doppelspirale. Es gibt diese Spirale auch zum Herunterladen und Ausdrucken, natürlich in Farbe. Ich werde unterhalb von diesem Video den Link setzen, natürlich auch den Link zu diesem Buch. Würde mich sehr freuen, wenn auch du davon profitierst. Für mich war es ganz, ganz spannend, dass ich wirklich im Laufe des Schreibens dieses Buches vieles erst erkannt, verstanden, eingesehen habe. Ich habe viele Aha-Erlebnisse gehabt und das war eines dieser Bücher, bei denen ich ganz besonders das Gefühl hatte, wirklich geführt zu werden. Geführt von meinen Seelengeschwistern aus der geistigen Welt. Und da haben sich auch viele wahrscheinlich aufgestiegene Meister und Meisterinnen mit eingebracht. Das ist wirklich ein sehr schönes, hochschwingendes Buch geworden, das aber bei all dem wirklich fest verwurzelt
auf dem Planeten Erde ist und dir wirklich hilft, wenn du dich dem hingibst, dich nach und nach in deinem Schwingungslevel zu erhöhen, nach und nach diesen Aufstieg für dich zu ermöglichen, zu gewährleisten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch du davon profitierst. Ich liebe diese galaktische Liebesspirale. Sie ist für mich so ein wunderschönes Bild, so ein wunderschönes Gefühl, das sie mir auch vermittelt. Und ja, sieh dir auch das andere Video dazu an. Vielleicht kann ich dich dazu inspirieren. Viel Freude damit.